Für dieses Video habe ich lange überlegt, ob ich es machen soll, denn das Projekt, weswegen ich eigentlich nach Istanbul geflogen bin, der Haartransplantation, ist bei mir gescheitert und eigentlich wollte ich gar nichts machen und die Woche war einfach nur mies. Und was alles in der Woche passiert ist und auch mein Fazit zum Thema Haartransplantation, der Klinik und was alles passiert ist am Ende des Videos, also dranbleiben. Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Ja, ich bin zurück aus Istanbul und die Woche war wirklich schlimm. Ich glaube, das war die schlimmste Woche, die ich als Influencer je erlebt habe. Und bevor ich jetzt zum Erzählen anfange, glaube ich, setze ich mich erstmal einfach. In diesem Video erzähle ich dir, warum meine Haartransplantation nicht geklappt hat. Und das fragt ihr euch sicherlich, warum ich überhaupt das vorhatte. Ja, ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen überzeugen lassen, als Influencer das vorzustellen. Und ich war eigentlich recht zufrieden mit meinen Haaren. Und dachte mir, warum eigentlich nicht, ein bisschen präventiv vorzuarbeiten und zu gucken, hey, was ist da eigentlich möglich? Also ab nach Istanbul und auf dem Weg zur Haartransplantation. Aber leider ging wirklich alles schief, was hätte schief gehen können. Und jetzt stehe ich da ohne Transplantation und mit kaputter Frisur und Wunde auf dem Kopf. Und ja, fangen wir ganz beim Anfang an. Ich bin, wie für so viele, über Facebook oder über Instagram Werbung auf die Klinik aufmerksam geworden. Die Kommunikation lief im Vorfeld über Telefon und über WhatsApp. Das lief sehr gut, alles auf Deutsch. Und die Buchung erfolgte sozusagen durch Bestätigung des Flugtickets. Ja, die Aufregung war groß. Endlich ging es dann los, tatsächlich nach Istanbul. Und ich habe mich dann auch schon sehr gefreut und war so ein bisschen auch so, war es die richtige Entscheidung. Aber dann in Istanbul angekommen, fühlte ich mich ganz wohl. Wir hatten auch ein Hotelzimmer von der Klinik gestellt bekommen. Da zeige ich euch jetzt erstmal die Roomtour. Das war laut Kommunikation vom Hotel eine Suite. Ich weiß nicht, wie in der Türkei eine Suite definiert wird. Bei uns ist es ja eher ein Deluxe-Zimmer. Eine Suite hat ja eigentlich immer einen abgetrennten Wohn- und Schlafbereich. Das war nicht der Fall. Aber das Zimmer war schön. Das Hotel war sehr sauber, sehr ordentlich, sehr schön eingerichtet. Also man fühlte sich wohl. Und am nächsten Tag ging es dann auch schon mit dem privaten Shuttle in die Klinik. Ja, in der Klinik wurden dann sozusagen alle Gespräche geführt, die Kopfhaut, auch, die Haare wurden angeguckt, es wurde auch aufgezeichnet, so ein bisschen, ja, wie könnte es aussehen. Und ich muss zugeben, ich habe mich dann schon gefreut, weil ich habe doch so ein paar Geheimratsecken und eine relativ hohe Stirn und dachte mir, warum eigentlich nicht, wie das so aussehen wie vor ein paar Jahren. Ja, die OP beginnt und es war ganz entspannt, man hat Narkose bekommen, also am Kopf hier und es war eigentlich alles gar nicht schlimm. Die Schmerzen hielten sich auch in Grenzen, also wie halt so ist, wenn man eine Nadel irgendwo reingestochen kriegt, das war sozusagen die Narkose, das war das Gleiche, was am meisten wehgetan hat. Die Entnahme war nicht schlimm. Aber, und da fing es dann auch schon an, hat es begonnen, das Drama dieser Woche. Also ich habe dann gemerkt gehabt, okay, es kommen immer mehr Ärzte, plötzlich standen drei Ärzte und eine Arzthelferin um mich herum und man hat dann auf Türkisch gesprochen, aber ich habe schon gewusst, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz normal und habe mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ein paar Minuten später kam dann auch schon meine Betreuerin, die mich auf Deutsch eben alles erklärt und auch übersetzt hat und dann hat man erzählt, okay, wir haben ein Problem, dass meine Graphits, das heißt diese Wurzel mit Kopfhaut und Haar, nicht so stabil ist, wie es in der Voruntersuchung ausgesehen hat. Und es war für mich jetzt erstmal so, ja gut, okay, was für Folgen hat das? Die Folge wäre gewesen, dass wahrscheinlich eine Transplantation zu 50% gescheitert wäre. Das heißt, es hätte sein können, dass nach Einpflanzung der Haare, die wieder ausfallen, weil eben die zu lose sind und nicht halten. Ja, ich wurde dann gefragt, eben wie es weitergehen soll und für mich war es dann eigentlich klar, dass es nicht weitergeht, weil ich war zufrieden mit meinen Haaren, ich war relativ glücklich und dann lieber so lassen, als dass, wenn dann später dann die Narben oder irgendwelche Einstichlöcher später zu sehen sind und dann keine Haare dort sind. Das fände ich jetzt schlimmer. Aber für mich war dann sozusagen die OP vorbei. Und das Schlimme war, dass natürlich schon ein Großteil der Haare, Wurzeln entnommen worden sind. Meine Haare sind ja schon wegrasiert worden und es war einfach nur schlimm. Und in diesem Augenblick ist so alles über mich zusammengebrochen. Es ist klar, auch die Enttäuschung, weil plötzlich war ich ja euphorisch und habe mich auch über die OP gefreut.
Das heißt, die Enttäuschung war zum einen groß, zum anderen natürlich auch, dass meine Haare jetzt ja umsonst abrasiert worden sind hier. Und ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt ein Video mache, weil ich mich so selbst eigentlich gar nicht vor der Kamera sehen möchte. Aber dann im Laufe der Woche dachte ich mir dann eigentlich, muss das erzählt werden. Aber zurück nochmal, also die Enttäuschung, dass die Haare eben dann auch weg sind und natürlich auch, dass ich natürlich eine Wunde habe. Also ich habe natürlich, ich zeige euch jetzt hier einfach mal, wie es direkt nach der OP ausgesehen hat. Das ist jetzt nicht zum Spaßen, erst recht für keine Verbesserung. Ich meine, ich sehe, wenn ich Glück habe, in 8, 12 Wochen wieder genauso aus wie zuvor und habe aber einen Eingriff hinter mir gehabt. Und ja, also ich war super, super enttäuscht. Ich war dann auch wütend auf mich selbst, dass ich es überhaupt gemacht habe und dass ich so dumm war, es einfach zu machen, obwohl ich es nicht nötig hatte. Ich wollte dann einfach nur zurück ins Hotelzimmer und auch wenn sich irgendwie alle entschuldigt haben, es war eigentlich für mich in diesem Augenblick der schlimmste Moment ever. Also es war einfach ganz, ganz schlimm. Es brach ganz viel über mich herein und die Wut über mich selbst auch und es war einfach ganz, ganz schlimm. Ja, im Hotel konnte ich mich dann so ein bisschen sammeln, aber witzigerweise war dann ein Feueralarm bei uns im Hotel, weil im Nebenzimmer von mir hat es dann gebrannt. Also seht ihr hier wohl dann die Lüftung über das Treppenhaus abgezogen. Also es war auch sehr, sehr aufregend, aber naja, nicht so doll natürlich, wenn man sich ausruhen sollte. Ja, die ganze Zeit war die Klinik mit mir in Kontakt und meinte auch, ja, es tut ihnen so leid und was können wir Gutes tun und wie können wir das Ganze irgendwie noch verbessern. Und ich war dann irgendwie so ein bisschen, ja, pff, ja nix, ihr könnt mir die Haare ja nicht mehr dran kleben. Aber zur Entschädigung klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, denn sie können ja nichts dafür, die Klinik kann ja nichts dafür. Also es ist tatsächlich halt einfach mein Gewebe, was schuld dran ist. Aber zur Entschuldigung, damit halt irgendwie alles gut ist, hat man mir noch die PRP-Behandlung gegeben. Das ist also eine Eigenblutbehandlung, wo eben so aus dem Blut das Plasma generiert wird und das wird in die Kopfhaut gespritzt. Und ich dachte mir, ja, machen wir mal, wird jetzt so schlimm sein. Heute waren die höllischen Schmerzen. Also ihr seht jetzt hier auch, wie das gemacht worden ist. Also es ist schon echt hart. Aber gut, das soll natürlich die Haarwurzeln anregen. Das soll natürlich alles ganz verjüngen, dichter werden und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis in den nächsten Wochen, Monaten zu sehen sein wird. Zur Klinik. Zur Klinik muss ich sagen, ich fühlte mich wohl, ich fühlte mich sicher. Auch wenn ich natürlich jetzt sehr enttäuscht bin, dass ich jetzt wieder zurück in Deutschland bin und ich natürlich in ein paar Wochen kein tolles Ergebnis haben werde. Aber das muss man halt auch mal zugeben. Ich habe nichts bezahlen müssen. Die Kosten wurden mir voll zurückerstattet und dementsprechend ist jetzt kein Verlust aufgetreten, außer die Flugkosten. Dafür hat man mir eben diese PRP-Behandlung gegeben, die in Deutschland sehr teuer ist. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Eitelkeit mehr gelitten hat als wahrscheinlich irgendwas anderes. Es ist halt einfach schlimm. Ich bin dann auch sehr down vom Istanbuler Flughafen zurückgeflogen und in Frankfurt ging es natürlich dann weiter. Unser Weiterflug nach München wurde dann gecancelt und dann mussten wir über Nacht bleiben, aber zum Glück habe ich dann einen Kollegen, der im Steigenberger Airport arbeitet und dann wurde aus einem Standardzimmer gleich ein Exekutivsuite. Schaut mal rein, die ist echt schön, also das war dann eigentlich so das Highlight und zum Glück auch das Ende einer wirklich ganz, ganz schlimmen, negativen Woche für mich. Also, und ich erzähle es eigentlich auch nur deswegen, weil man sieht im Internet, ich habe mich sehr viel recherchiert und sehr viel geguckt, man sieht eigentlich immer nur, dass eventuell Haare ausfallen, dass aber eigentlich Transplantation echt toll ist. Auch von der Klinik her hat man eigentlich keine, was kann passieren, wenn es schief geht, Informationen bekommen. Und deswegen war es mir wichtig, dieses Video zu machen, weil ich glaube, dass man vielleicht zu einfach an das Thema rangeht, weil ich glaube auch, dass der Eindruck einer kosmetischen Behandlung entsteht. Also man fährt dahin, dann bekommt man eine OP, 3 Tage später fliegt man wieder nach Hause. Es klingt alles sehr easy. Meine Begleitung sah jetzt auch schon sehr gut aus, bei der hat auch alles geklappt, aber er hatte auch Schmerzen. Also er meinte auch, das, was im Internet so zu finden ist, das ist schon ein bisschen runtergespielt. Und die Aufklärung ist halt irgendwie gar nicht gegeben.
Also daher, wenn ihr euch für eine OP entscheidet, ich verlinke hier euch unten auf jeden Fall die Klinik, weil ich kann sie empfehlen. Ich wurde gut beraten, ich wurde gut betreut, es war alles ordentlich. Ich wurde vom Flughafen abgeholt und auch wieder zurückgebracht, immer auf Deutsch. Es war immer jemand an meiner Seite. Das Ergebnis war jetzt nicht zufriedenstellend. Ich hätte mir gewünscht, dass ich über das Thema aufgeklärt werde, dass sowas passieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mich anders entschieden hätte, aber zumindest wäre ich nicht ganz so schockiert gewesen. Also, dass mitten unter der OP abgebrochen wird und man sagt, es klappt nicht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich jetzt hinfahre und die vielleicht irgendwie mein Blut abnehmen und sagen, oh nee, geht nicht, Blutwerte stimmen nicht oder oh nee, die Kopfhaut passt nicht. Mit dem habe ich gerechnet, weil das wird auch gesagt, dass natürlich die Erstuntersuchung in der Türkei stattfindet und dann, wenn es halt nicht klappt, man Worst Case halt wieder heimfliegen muss. Mit dem habe ich gerechnet, aber dass man während der OP die ganze Sache abbricht, weil es keinen Sinn macht und man dann eigentlich mit Wunden dasteht, mit dem habe ich nicht gerechnet und das hat mich auch echt verletzt. Also ich bin wirklich immer noch kaputt und ich muss ja die nächsten Woche auch wieder arbeiten und es ist einfach nur schlimm, aber da muss man jetzt durch. Den Fehler habe ich gemacht und das ist halt mal so. Und deswegen mache ich auch das Video für euch, damit ihr vielleicht euch besser entscheiden könnt, was das Thema angeht. Also unten auf jeden Fall in der Infobox ist der Link. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. weitergeholfen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Viel, viel besser ist natürlich hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also klickt einfach mal rein. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe und ich hoffe dann wieder mit einem normalen Haarschnitt.